Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ultra Hardcore. Ich hätte fast verschlafen. Items und Flocke sind noch mit dabei. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Items ist um diese Uhrzeit leider nicht erreichbar. Das ist jeden Tag immer wieder das gleiche, Leute. Wir geben uns aber kräftig Mühe, nur damit ihr das einmal Bescheid wisst. Ultra Hardcore sieht immer so einfach aus. YouTube hatte vor ein paar Tagen es leider deaktiviert, dass Videos geplant werden können. Das bedeutet für uns komplett einen neuen Rhythmus. Mein Wecker schellt hier um 5 Uhr. Dann stehe ich auf, mache mir einen Kaffee. Wir treffen uns dann hier im Teamspeak. Jetzt gerade ist es 5.20 Uhr. Wir werden jetzt die Folge aufnehmen in den nächsten 15 Minuten. Dann laden wir sie hoch. Und wenn alles gut geht, sollte die Folge um Punkt 6 Uhr online sein. Ich hoffe, wir schaffen es, liebe Leute. Verzeiht, wenn es ein paar Minuten zu spät kommt. Ja, aber schaffen wir, Leute, oder? Der Käse, ja, den Jo gerade redet, ist zu 100% laktosefrei, weil er ohne Milch hergestellt wird. Ja. Ah, hier, Glocke, ist die Pickaxe übrigens, ja. Du bist die schönste ganzen Land. Hui! Diamonds are girls' best friends. Willst du die Big X haben, dann tauschen wir mal Fortune gegen, okay, Silk Touch hier. Nice. Also es ist nur für Diamanten. Hallo? Flocke? Dräng dich doch nicht immer zwischen Menschen. Da siehst du, der will auch Diamanten haben. Das ist so klein, ist der kleine Lover hier, ne? Der ist ein kleiner hier. Ja, gut, jetzt habe ich Efficiency sehr gut. Dann packe ich die mal hier. Das F in Flocke steht für Fremdgehen oder wie? So. Uff. So. Na, schau mal an. Finde ich nicht lustig. Ich aber. Ich finde es zum Brüllen. So. Ist auch ein Orang-Utan. Au! Was war das? Ich glaube, die machen nicht. Eine Mischung aus einem Orang-Utan und einer Hyäne. Boah, Leute, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen, habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Vielleicht sollen die Folgen ein bisschen später machen. Nee. Ich übermüde dich. Ich finde, YouTube sollte echt das Feature wieder zurückbringen. Das war früher cool, da konnte man Videos vorplanen. Items, komm, du vermisst das auch, oder? Nö. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Warte mal, ich rufe ihn mal eben an. Die Mailbox. Bah! Danke. Kannst du leider. Gib mir das auch mal, ich will auch das Achievement. Woo! Nice! Okay. Spooky, spooky Skeleton! Lalalala. Okay. Okay, scary skeletons are shivering, ja, down the spot. Kannst du mir noch mal kurz sagen, wo die Items oder Ingredienzien oder schon gut? Was willst du kredenzen? Ich brauche deine verpönte Hilfe nicht mehr. Oh! So. Die verlorene Fellnase ist zurückgekehrt. Hallo. So, ich baue also jetzt die Sachen mit der Diamantpicke ab. Aber dann ist der schönste Spaß ja verloren. Sag mal, Frage, was baue ich denn jetzt alles mit dieser niegelnagelneuen Spitzhacke? Das ist wie mein Auto. Guck mal, du baust nur die Diamanten einfach wieder ab, aber halt so, dass. Und Lapisch Balui. Genau. Du kannst theoretisch alles damit abbauen. Aber machst sie nicht kaputt. Bevor sie kaputt geht, hörst du auf abzubauen. Cool. Weißt du, was das erste ist, was ich mit dieser Spitzhacke abgebaut habe? Dein. Nein? Flocke, ich brauche den Kopf, da ist er. Dreck. Einhorn. Also kurze Frage. Items, ich kann jetzt einfach mit dieser Spitzhacke alles abbauen, definitiv alles. Einhorn. Ja, aber du sollst nur die Erze abbauen, die wichtigen. Also Diamanten und Lapis Balui. Okay. Einhorn. Den Rest weiterhin mit Eisen. Question mark, kann man eigentlich. Bist du Spanier? Nein. Also deshalb, was ein umgedrehtes. Da muss es ja umgedreht sein. Der umgedrehte mal, question mark. Turnaround question mark. Nee, das wollte ich nicht gefragt haben. Was wollte ich denn jetzt fragen? Flock, du verdrehst mir das Wort im Munde. Einhorn. Ja, ein Einhorn haben wir an der Tür jetzt. Jetzt lasst mich mal. Ach, Kinas. Kinasi. Kindas. Ehrlich. Okay, was? Was wollte ich fragen? Ach so, genau. Wenn ich jetzt mit einer Silktouch-Spitzhacke Iron Ore abbaue und die in den Ofen tue. Moment, stopp. Ich denke, never. Nein, stopp, 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 stopp. Niemals stopp, nein, ist das passiert. Ich schäme mich.
Nein. Okay, vergesst es. Vergesst es. Das ist genauso lustig wie der, die vergesst Chatphase gerade. Vergesst es. Stopp. Aber wenn ich jetzt Diamanten abbaue, Diamantenerz, und ich packe das in den Ofen, was passiert dann? Dann kommt ein Diamant raus. Du bist gerade gestorben. Aha. Ja, das ist ihm aber egal, anscheinend. Diamanten was ist gerade gestorben? Items. Siehst du meinen Chat? Nein. Das Gute ist, dass sein Englisch nicht so hundertprozentig ist. Findest du? Da ist ein Satz zu viel. Ach so. Wieder ist ein Dad zu viel. Das ist erstmal was killed in a fight to death. Aber was ist das überhaupt für eine Grammatik? Hä? We fight to the death. Ist Englisch. Das funktioniert. Ja, schlechtem Humor. Tut mir leid, das ist jetzt nicht mehr benutzbar als Coronavirus. Achso. Ja. Na toll, Corona. Hey, Corona. Ist das nicht ein Bier? Und ein Streamer. Und Caster. Und Kollege. Ein Stream. Ganzer Stream. Psst, Leute. Wer wohnt denn der anderen? Alles, was nicht? Ich brauche für einen Baumstamm. Eine Achso, ich Rinde brauche übrigens und Holz. Ein Holz. Oh, Holz, cool. Nee, Flocke, Holz, nicht sag Holz, mal ein Kohle. Lustiges Wort. Wort. Einhorn. Weiß nicht. Nicht finde ich gar nicht so lustig. Wort. Entschuldigung. Entschuldigung. Volke. Entschuldigung. Ja. Nein, Entschuldigung. Nein. Okay. Volke. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist das? Leere Flaschen. Nice. Eine ist auch gerade noch nice. In der Mine. Achso, Flocke. Ja. Wo bist du? Hallo. Die Blaze Shots kannst du schon mal klein craften. Die brauchen wir später größtenteils zwar für die Ender-Eis oder Eye of Ender, aber das passt so. Wir können Eis craften. Juhu. Eyes of Ender. Das klingt gut. AMK. Wenn ich mit einer Silk Touch Spitzhacke die Redstone Ores abbaue, kriege ich aber keine XP dafür, ne? Ja, aber du kriegst die Erze. Das ist der Plan. Man baut deswegen mit Silk Touch alle Erze ab, weil du danach gezielt die Erze dann abbauen kannst, wenn sie sich vervielfältigen. Und so hast du mehr Platz in deinem Inventar während der Minentour. Ja. Die Katze hat mir zugestimmt. Die hat anscheinend die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wo bist du? Ich werf dir ein Ei in die Fresse. Wo bist du? Kommunikation Katze, wo mit der Katze. Die ist nass. Du bist hiermit offiziell ausgestoßen. Ich habe sie vorher mit einem Ei beworfen und sie hat Schmerzen bekommen. So muss das. Böse Items. Eine Katze Fischi. Noch ein Ei. Achso, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Was brauchen wir noch für Enchantments? Sick Touch ist eigentlich immer ein ganz feines Enchantment. Du kannst mal schauen, ob du irgendwo einen Bogen mit einem Power 4 Enchantment bekommen würdest, wenn du den Bogen enchanten würdest in dem Moment. Du kannst dich nach einem Schwert mit Looting 3 umschauen, beziehungsweise mit Sharpness 4. Oh, aber ich habe Infinity. Infinity ist ein schönes. Macht das Sinn, Kohleblöcke abzubauen? Infinity ist ein schönes Enchantment. Die Frage ist, ob wir das brauchen auf Level 30, wenn wir Pfeile für so gut wie keinen Aufwand durch Emeralds bekommen. Dann weiß ich nicht. Also Schwert mit Sharpness 4 ist zum Beispiel sehr, sehr geil. Also wenn du ein Schwert hast, das Sharpness 4 enchantet werden könnte, können wir ein Dia-Schwert auf Sharpness 4 enchanten. Mehr Schaden-Output bedeutet auch weniger Schaden-Input. Es sei denn, wir schlagen uns gegenseitig damit. Was gut wäre, wäre, wenn ich auch so was Feines bekomme. Sehr geil. Mein nächstes, ich bin kurz vor Level 30. Ja, ich bin 31, aber ach nee, das bringt ja nichts, ne? Das bringt ja nichts. Nee, du musst das Level in Minecraft sein, nicht Jahre. Nein, ich meine, das Das bringt ja nichts, weil das mein Enchantment ist. Also du hast. Ist es deins, 100 Pro? Ja, ja. Ja. Okay. Hm.
Verzauber ich Sharpness auf ein Dia-Schwert? Ja. Dafür würde ich ihn. Du kannst es nur einmal verzaubern, ne? Oder kannst du Sharpness für jetzt noch ein paar Mal bekommen? Sie kann das immer wieder im Enchantment-Tab immer wieder bekommen, ja. Okay, das wäre cool, weil dann. Aber sie kann es jetzt nicht automatisch jedes Mal wieder machen und mit Absicht, sondern sie muss halt immer so lange handeln, bis sie es wieder dolles Ausfall hat. Mhm. Denn so ein gut. Ich bräuchte bald mal auch ein besseres Schwert. Schlafen. Mhm. Ich liege. Tja, Leute, das Getränk hier teile ich mir jetzt schon seit 6 Tagen ein. Es schmeckt mittlerweile ranzig, aber gut. Passiert. Passiert. Tomaten. Tomatensaft. Nein, so 6 Tage lang still hin. Achso. Hey, Flocke! Ja? Holz gegen Kopf, Holz gegen Kopf, Holz gegen Kopf, Holz gegen Kopf. Nein! Holz gegen Kopf. Jo. Holz gegen Kopf, Holz gegen Kopf. Achso, Einhorn. Das Problem ist, wenn es mal wirklich passiert, dann denkt ihr erst, das ist ein Fake. Ich dachte gerade, es wäre echt. Ich konnte es auch nicht graden und ich dachte, dass Unicorn irgendwie so ein Minecraft-Witz ist, im Sinne von, keine Ahnung, irgendwas mit einem Horn. Das ist ein Einhorn. Hier, es gibt doch diese Dinger da, diese Unicorns in Minecraft. Das sind doch diese Reeds, diese, auf denen die Pillager reiten. Du meinst die, die kein einzelnes Horn haben? Die Pillager-Biester? Habe ich nicht drauf geachtet, wie die aussehen. Weiß ich nicht auswendig. Ja, aber es gibt doch Einhörner, die will, wo die Pillager drauf arbeiten. Also, die ist das Einhörner? Nein. Okay. Deswegen meine ich gerade so, nein. Nein. Katze ist hier für die Inspektion. Hätte jetzt auch auf einer Chestplate Protection 4. Auf einer Chestplate Protection 4 ist nicht schlecht. Hast du auch schon theoretisch schon Protection 4 auf im Armorer freigeschalten? Nein, noch nicht, glaube ich. Sobald ich habe jetzt erstmal das Diamond Sword mit Sharpness 4 ist jetzt unten in der Kiste. Sehr gut. Ist das nur Sharpness 4? Hat das noch ist Gegend? Nur Sharpness 4. Okay, das reicht ja. Nee, aber das ist auch gut, weil nicht, dass noch irgendwas anderes wäre. Obwohl, ist ja egal, ne? Ich bin ja ultra hardcore. Leute, es wird mir langsam langweilig in der Höhle. Mir wäre auch langweilig, wenn ich Erze, die ich abgebaut habe, liegen lassen würde. Oh. Hi. Hallo Items. Haben Sie zufälligerweise ein Redstone-Ohr verloren? Ich muss mal gucken, wo der Armorites ist, weil den habe ich nämlich noch einen hochgelevelt. Der müsste jetzt eigentlich hier stehen. Ah, einer muss noch, okay. Hi. Er hat jetzt alles. Wir haben jetzt Chestplate, Helm, Diamond Boots, Diamond Leggings. Meistens ein Projectile Protection. Aber das ist ja egal, hast du gesagt, ne? Ja. Yep. Was die jetzt haben. Muss ich den dann noch weiter leveln? Muss der noch eine Stufe höher? Oder reicht das, wenn wir die Diamantsachen haben? Was kommt denn danach noch? Warte ganz kurz, yo. Durch den Fluchtversuch vor deiner Einbaumaßnahme habe ich hier Lapis Baluhi gefunden, das du abbauen solltest. Bin nicht mehr der Biene. Das ist aber eine schlechte Ausrede. Hat funktioniert, mir den Cobblestone vom Kopf zu hauen. Machst du das Lapis Baluhi, bitte? Ja, wo ist das? Ja, wo ich gerade rübergekrettert bin. Oh. Links. Ah ja. Oh, das ist eine Menge. Weiß. Hab auch ich gefunden. Cool. Blödes Katzenglück. Hier, weißt du was, Items? Ja. Jo, hier ist übrigens ein Block, auf dem ich mir fast vorstellen könnte. Nee, ist gerade so ganz knapp noch in der Rahmen.
kannst du mir einmal sagen, wie man ein was für ein Block? Dingens craftet für einen Librarian-Items? Haben wir. Habe ich mitgebracht. Haben wir? Ja. Was für ein Block? Wo denn? Bookstand müsste das sein. Ah ja, hier. Lektern. Frage, wo noch ein nicht zugewiesener Villager ist. Ich glaube, die sind nämlich alle außerhalb des Items. Das ist soweit korrekt. Die sind außerhalb. Items. Ich gebe dir mal die Spitzhacke. Nein. Mach du mal weiter. Hier. Nein. Hier. Ich habe weder die Kapazität gerade im Inventar, um weiter zu buddeln. Noch habe ich gerade Lust. Ah. Bäh. Du sollst was machen, Leute. Wenn er keinen Bock drauf hat, dann machen wir einfach Schluss an dieser Stelle. Tschüss. Nö. Folge ist dann vorbei, sobald ich miau. Sobald ich miaue, nicht ein doofes Board. Okay. Grüß dich, servus und hallo, gell? Glocke? Was sagt das Nilpferd? Weiß nicht.